Hallo, ich bin Carsten in Mülheim. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Oh, Frühstück. Ja, hallo nochmal. Also ich bin heute, wie gesagt, in Mülheim unterwegs. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich direkt an einem Wanderweg wohne. Und der Wanderweg, der muss wohl, weiß ich nicht, vor kurzem erst neu vom Sauerländer Gebirgsverein gekennzeichnet worden sein, weil bei uns vorm Haus steht eine Laterne und da klebte dann auf einmal ein Wanderzeichen und das hat mich jetzt die ganze Zeit nicht in Ruhe gelassen. Dann habe ich mal gegoogelt nach diesem Wanderzeichen und habe gesehen, Mensch, ist Tatsache ein Wanderweg rund um Mülheim. Und gut, jetzt habe ich beschlossen, mir den mal anzuschauen. Der Wanderweg ist fast 60 Kilometer lang. Den werde ich also nicht an einem Stück gehen. Ich denke mal, ich werde die Strecke dritteln. Und ich wohne zwar in Mülheim, kenne die Stadt aber nicht wirklich. Von daher bin ich wirklich gespannt, was mich hier erwartet. Ihr seid gerne eingeladen, mit dabei zu sein. Ja, und hier hat man dann jetzt zum ersten Mal das Gefühl, auch wirklich am Stadtrand unterwegs zu sein, weil der erste Teil der Strecke, oder zumindest von da aus, wo ich gestartet bin, geht ausschließlich oder fast ausschließlich bis auf ein paar Grünanlagen durch bewohntes Gebiet. Aber man muss sagen, also bis jetzt, oder zumindest auf diesem Teilstück, hat der Sauerländische Gebirgsverein schon mal gute Arbeit geleistet, was die Wegemarkierung angeht. Schönen Dank dafür. Und da schauen wir mal, wie es noch so weitergeht heute. Diesen Teil des Weges bin ich schon zweimal mit euch gegangen, allerdings immer in anderer Richtung sonst. Und zwar gehört dieser Teil des Weges auch zu der Strecke mit den Bachtälern rund um Mülheim. Und wir kommen dann jetzt gleich am Naturfreundehaus vorbei. Von da aus geht es dann wieder am Flughafen Mülheim-Essen vorbei, Richtung Ruhr. Allerdings geht es dann
auf einer anderen Strecke weiter. Schauen wir mal. Und jetzt sind wir wieder am Flughafen Mülheim-Essen. Aber hier ist es eigentlich auch ganz schön, wenn nicht gerade Fluglärm ist. Es ist schon schön, hier lang zu gehen. Und jetzt sind wir dann mal wieder auf dem neuen Teilstück der Strecke. Ich gehe ja eigentlich sehr gerne solche Feldwege. Vor allen Dingen, wenn man so wie hier auch mal einigermaßen weit sehen kann. Ist schon toll, wenn man so den Blick durch die Landschaft schweifen lassen kann. Der Verkehrslärm im Hintergrund bedeutet ganz einfach, wir nähern uns jetzt der A52 und die überqueren wir dann auch. Also ist schon einiges an Verkehrslärm jetzt hier. Es geht auch eine der Einflugschneisen vom Düsseldorfer Flughafen direkt hier drüber. Landschaftlich ist es schon echt toll hier. Da kommt man gar nicht auf die Idee, im Ruhrgebiet zu sein. Man könnte auch irgendwo anders sein. So, dann werden wir jetzt mal gemeinsam die A52 überqueren. Und das ist ja auf einem Samstagmorgen los. Und das ist die berühmt-berüchtigte Ruhrtalbrücke der A52. Ja, und jetzt geht schon seit einiger Zeit immer so ein bisschen bergab, mal mehr, mal weniger. Und das bedeutet wohl, dass wir uns jetzt so langsam Essen-Kettwig und der Ruhr nähern. Und da werde ich dann auch mal nach einem Plätzchen für eine Pause suchen, weil dann bin ich auch schon fast 4 Stunden unterwegs. Ja, und so kann es dann natürlich auch gehen. Ich habe gerade noch mal auf dem
GPS und auch nochmal auf der Handykarte kontrolliert. Bin genau auf dem Weg, nur der Weg ist leider nicht mehr da. Dann muss ich mal sehen, wie ich hier wieder rauskomme. Ja, ich habe den Weg jetzt wiedergefunden, aber auch dieser ist schon fast zugewachsen. Eigentlich nur noch ein Pfad. Aber mir soll es recht sein. Ich bin ja heute schon genug auf Asphalt und Pflaster gelaufen. Da bin ich schon ganz froh, jetzt mal Waldboden unter den Füßen zu haben. Ist doch um einiges angenehmer zu laufen. Jetzt geht es dann erstmal flussaufwärts an der Ruhr entlang Richtung Essen-Kettwig. Jetzt habe ich mir hier an der Ruhrpromenade ein Plätzchen im Schatten zum Pause machen ausgesucht. Naja, was ich vorher schon wusste, dass man hier auf der Strecke natürlich, einen sehr, sehr hohen Asphalt- und Pflasteranteil haben wird. Und es ist auch wirklich so, ich würde schätzen, mindestens 90% der Strecke, die ich jetzt gegangen bin, ist Asphalt. Und da merkt man dann doch den Unterschied zwischen Waldboden und einer geteerten Straße. Das ist schon gewaltig. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch schön, direkt aus der Stadt herauszugehen, beziehungsweise mal die Grenzen eines Stadtgebiets abzugehen. Naja, machen wir noch ein bisschen Päuschen. Hier ist noch ein bisschen Studentenfutter. Dann gehen wir mal weiter. Ja, jetzt habe ich mir gerade noch mal die Karte in Ruhe angeschaut. Und da ich ja mit dem Bus zurückfahren muss, habe ich mir jetzt den weiteren Streckenverlauf angeschaut. Und naja, es geht jetzt hier von Kettwig aus, dann gleich wieder in den Wald rein. Und dann dauert es auch wieder ein ganz schönes Stück, bis dann die nächste Bushaltestelle kommt. Und von daher habe ich beschlossen, ich mache heute dann hier in Kettwig Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.